Vielen Dank, Frau Präsidentin. Sehr geehrte Damen und Herren, Frau Trolitz, ich war gerade ein bisschen irgendwie hin und her gerissen zwischen Thema verfehlt oder was erzählen Sie uns denn da? Denn Frauen sind doch nicht die Schwächsten der Gesellschaft. Frauen sind im Übrigen die Mehrheit der Gesellschaft, weil sie über 50% sind. Und vor diesem Hintergrund verstehe ich Ihre Einlassungen zum Haushalt nicht unbedingt. Aber, und da kann ich mich durchaus Frau Butschkau anschließen, die gute Nachricht für die Frauen von Nordrhein-Westfalen in diesem Haushalt ist, grundsätzlich verändert sich nichts. Im Bereich Frauen und Gleichstellung wird im Wesentlichen überrollt, was die rot-grüne Landesregierung in den letzten 7 Jahren aufgebaut hat. Und mittlerweile, und darüber bin ich sehr, sehr froh, sind wir uns offensichtlich auch einig beim Thema Gewaltschutz, dass das eben etwas ist, wo wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Ich erinnere Sie daran, Frau Ministerin, dass im 2005, 2006 bei den Haushaltsplanberatungen noch die 4. Frauenhausstelle von Ihnen nicht nur zur Disposition gestellt wurde, sondern gestrichen worden ist. Es ist von der rot-grünen Landesregierung dann wieder eingeführt worden. Mittlerweile scheint eine Einigkeit darüber hier im Hause zu herrschen, dass man bei Frauenhäusern nicht kürzt. Und ich begrüße vor diesem Hintergrund, dass Sie auch noch Geld draufgepackt haben. Wir werden uns darüber im Detail noch unterhalten müssen, wie es auch weitergehen soll mit der Frauenhausinfrastruktur. Und dies gilt auch für die Arbeit der Kompetenzzentren Frau und Beruf. Die war ja so viel in der Kritik. Und ich finde, an dieser Stelle ist es begrüßenswert, dass es eine Art politischen Gedächtnisverlustes gibt, zumindest bei der FDP-Fraktion. Denn auf einmal ist keine Rede mehr davon, dass man die Kompetenzzentren streichen kann, dass sie unnötige Doppelstrukturen sind, sondern die Ministerin lobt in den höchsten Tönen, welchen guten Beitrag die Kompetenzzentren leisten und wie gut die Zusammenarbeit ist mit den Kammern und mit den kleinen und mittelständischen Unternehmen. Das ist auch sehr gut. Und dann wird auch noch deutlich gemacht durch die Ministerin, wofür ich ihr sehr dankbar bin, dass die Förderzusage im Grunde genommen für die nächste Periode auch schon gegeben ist. Das auch wiederum ein gutes Zeichen für die Frauen in Nordrhein-Westfalen. Das, was vorher zur Disposition gestellt wurde, was interessiert mich mein Gewäsch von vor der Wahl? Wir machen einfach so weiter, dann kann es unter Rot-Grün ja nicht so schlecht gewesen sein. Aber die schlechte Nachricht ist, Maßnahmen nachhaltiger gesellschaftlicher Veränderung werden von dieser Landesregierung konsequent abgewickelt. Da war als allererstes die Quote. Das ist ja Ihnen schon immer ein Dorn im Auge gewesen. Und dementsprechend haben Sie gesagt, wir haben zwar keine Idee, wie wir es besser machen können, aber wir drehen auf jeden Fall zurück. Wenn du nicht mehr weiter weißt, gründe einen Arbeitskreis. Möglicherweise werden uns irgendwann noch mal Vorschläge zur Verbesserung der Situation von Frauen im öffentlichen Dienst vorgelegt. Wir sind darauf sehr gespannt. Aber auch beim Tariftreue- und Vergabegesetz. Da wurde dann schnell behauptet, soziale Standards seien zu bürokratisch. Frauenförderung, Familienförderung, wen interessiert es? Hauptsache, die Wirtschaft kann durchregieren. Fazit: Bei der Erreichung tatsächlicher gesellschaftlicher Gleichstellung gehen die Bemühungen von CDU und FDP offensichtlich kaum über die Stärkung von Girls und Boys Day hinaus. Nun habe ich nichts gegen den Girls und den Boys Day, aber wenn es darum geht, dass Frauen und Männer in dieser Gesellschaft auch tatsächlich gleichgestellt werden sollen, da muss doch ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen, als dass ein Tag Männer in Frauenberufen und Frauen in Männerberufe unterwegs sein sollen. Das scheint mir alles nach dem Motto zu laufen, Hauptsache keinem wehtun. Und wenn wir Glück haben, merken es die Frauen in Nordrhein-Westfalen nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen von CDU und FDP, die Frauen in Nordrhein-Westfalen werden merken, dass von ihrer Regierung keine gesellschaftlichen Impulse ausgehen an der Stelle. Und sehr geehrte Damen und Herren, Schutz und Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern ist eine zentrale gesellschaftliche Aufgabe. Und wir begrüßen vor diesem Hintergrund, ich habe es gerade schon gesagt, die Fortsetzung des kontinuierlichen Mittelaufwuchses in diesem Bereich. Auch diese Landesregierung stellt 500.000 Mittel zusätzlich für die Frauenhäuser bereit. Und das ist ein Schritt in die richtige Richtung, wenngleich er auch noch nicht ausreichend ist. Die Frauenhilfeinfrastruktur steht vor großen Herausforderungen. Eine große Herausforderung ist beispielsweise der hohe Sanierungsbedarf in den Häusern. In den 62 landesgeförderten Frauenhäusern gibt es auch keine wirkliche Barrierefreiheit. Und ich würde Ihnen anraten, Frau Ministerin, wenn Sie schon... Bitte? Aber es gibt was Neues seit Mai. Seit Mai gibt es Folgendes Neues. Und das ist die Zuständigkeit der Ministerin für Bauen und für Gleichstellung. Da würde ich doch sagen, nutzen Sie Ihre doppelte Kompetenz, legen Sie ein Sanierungsprogramm auf, um unsere Frauenhäuser zukunftsfest zu machen, vor allem barrierefrei zu machen.
Und, Frau Ministerin, auch das kann ich Ihnen nicht ersparen. Trotzdem die LAG der autonomen Frauenhäuser und auch diverse Frauenhäuser ihre Bemühungen um mehr Mittel gelobt hat. Nichtsdestotrotz weisen Sie auch zu Recht darauf hin, dass die Tragfähigkeit der Finanzierungsstruktur sehr genau unter die Lupe genommen werden muss. Und wenn ich dann lese in der WAZ vom 4.12.2016, dass Sie als Kommentar zu der berechtigten Kritik der LAG, dass die zusätzliche Finanzierung zwar schön, aber bei weitem nicht ausreichend ist, sagen, dass nach dem bisherigen konstruktiven Treffen empfinde ich diese Haltung als eher belastend für weitere Gespräche. Da muss ich sagen, Frau Ministerin, Dünnhäutigkeit ist an dieser Stelle vollkommen unangebracht. Was wir brauchen, ist gemeinsame Diskussionen im Interesse der gewaltbetroffenen Frauen und ihrer Kinder. Wir brauchen den Dialog und keine Befindlichkeiten. Und um noch eine Sache zum Schluss aufzugreifen, wie auch Frau Butschkau schon gesagt hatte, die Fachstelle Trauma und Alter. Hier soll nun die Arbeit dieser erfolgreich arbeitenden Stellen mir nichts, dir nichts eingestellt werden. Im Ausschuss wussten Sie noch nicht mal, warum eigentlich. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz schlechtes gesellschaftspolitisches Signal. Sie sagen einmal mehr nach dem Motto, wegmachen, vielleicht fällt uns anschließend noch ein besseres Konzept ein. Das ist gesellschaftspolitisch fahrlässig, Frau Ministerin.